zusammen. Heute gehe ich in einen Tunnel, hier in Ravne Park, bei Visoko. Sieht hier aus. Ja, hier kann man quasi rumlaufen und meditieren oder sonst auch was machen. Einfach die Frequenzen genießen. Ja, seit 2006 wurden hier diese Tunnel ausgegraben. Die waren zugeschüttet. Das ist ein richtiges Labyrinth. Wir folgen dem blauen Pfeil. Das ist quasi die Meditationsroute. Deshalb muss ich ein bisschen leiser reden. Ah, hier so sieht es aus. So, ich bin jetzt hier so in einem Meditationsraum quasi. Bin hier ganz alleine. Ja, also diese Tunnel sind ja echt, es geht kilometerweit hier rein bis zur Sonnenpyramide, unter der Sonnenpyramide und ungefähr 25 Meter unter der Erde. Hier herrscht immer eine Temperatur, 12,5 Grad und super Sauerstoffgehalt ist hier, also um die 20%. Und Luftfeuchtigkeit um die 85%. Also Leute, die hier reingehen und Atemwegsprobleme haben, Asthma oder sowas, die können hier richtig super atmen. Oder Leute, die hier mit Rückenschmerzen reingehen, gehen nachher ohne Schmerzen wieder raus. Also es geht bei manchen schneller, bei manchen langsamer. Also ich hatte bisher noch nicht so Erfolgserlebnisse. Deshalb probiere ich das jetzt heute noch einmal. Ja, hier haben wir einen Keramikblock. Quasi ein dickes Ding. Man weiß nicht, wie man es hier hingebracht hat. Gemessen wurden 20.000 bis 30.000 negativen Ionen pro Kubikzentimeter. Was das jetzt bedeutet, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ja. Interessant auf jeden Fall, wie das hier gelandet ist. Ich war jetzt 2 Stunden im Tunnel, komme hier raus, werde geblendet von dem hellen Licht. Hinter mir ist die Straße, ist voll Shops quasi, kannst du Kristallsteine und alles kaufen. Ja, ich will eigentlich jetzt wieder runter, aber ich habe keine Lust wieder durch die Straße zu laufen. Die sind aber alle sehr zurückhaltend, aber ich bin nicht so ein Typ, der, ja, ich fühle mich dann so etwas überwältigt, wenn da so viele Verkäufer auf einmal da sind, aber scheint ja irgendwie sich zu lohnen. Ich komme hier irgendwie nicht runter, da muss ich mal wieder zurück, ne? ja, also ich fühle mich nicht viel anders, muss ich sagen. Zwischendurch hatte ich mal die linke Nasenseite offen. Die ist jetzt wieder zu. Das Problem habe ich schon länger. Ja. Jetzt gehe ich noch mit Gordi ein bisschen spazieren und dann schauen wir mal.